Nur noch wenige Tage bis zur heftig umstrittenen WM in Katar. Und jetzt gibt es tatsächlich den nächsten Skandal und das live im TV. Ein dänisches Kamerateam wurde nämlich im WM-Gastgeberland Katar während dieser Live-Schalte in Katar am Drehen gehindert. Ja, Sicherheitskräfte, Sie sehen es, die halten die Kamera zu, die drohen sogar, das Gerät zu zerstören. Und auch Ansagen des dänischen Reporters wie, Sie haben doch hier die ganze Welt eingeladen, warum dürfen wir nicht filmen, es ist ein öffentlicher Ort, hindert die Kataris nicht an ihrem Vorhaben. Ziemlicher Skandal, muss man sagen. Da wollen wir drüber reden mit unserem Bildsportchef Walter Strack. Ja, Walter, da steigt die Vorfreude nicht unbedingt, ne? Nee, nicht unbedingt. Das sind Bilder, die man aus Diktaturen zwar kennt, Russland zum Beispiel auch, aber dass ein solcher Vorfall 4 Tage vor der oder 5 Tage vor dem WM-Beginn stattfindet an einem öffentlichen Platz, das war in der Nähe eines großen Einkaufszentrums in Doha, also wo keine geheimen militärischen Objekte zu filmen sind, dass sowas passiert, wow. Man muss allerdings auch der Fairness halber dazu sagen, inzwischen haben sich die Kataris entschuldigt für den Vorfall. Gut, das ist ja klar, weil es natürlich medial durch die Decke ging, höchstwahrscheinlich, ne? 4 Tage vor WM-Beginn müssen sie sich auch entschuldigen, sonst wirft das ein noch schlechteres Licht auf diesen WM-Austragungsort. Aber ohnehin ist das jetzt eine Vorwarnung für alle Reporter, auf was sie sich während dieser WM bei ihrer Berichterstattung einstellen müssen? Ja, ich glaube schon. In dem Fall glaube ich, dass die Sicherheitsleute überreagiert haben, dass hoffe ich mal, dass es nicht normal passiert, an einem so öffentlichen Ort Journalisten behindert oder gar bedroht werden. Aber es gab ja schon im Vorfeld klare Anweisungen, was man alles nicht filmen darf. Darunter zählen zum Beispiel die Quartiere der Arbeiter. Man darf den Menschen nicht zu nah auf den Leib rücken. Im Grunde darf man sie auch gar nicht befragen auf der Straße. Die Kataris, da gibt es schon extrem viele Einschränkungen. Und ich fürchte, das wird noch einige solcher Vorfälle geben. Und zwar nicht nur aus Missverständnissen heraus, sondern weil Diktaturen halt auch so funktionieren. Wir wollen mal mit dem Mann sprechen, dem das Ganze tatsächlich live passiert ist. Rasmus Tantholt ist uns jetzt zugeschaltet. Hello, Mr. Tantholt. Thank you for being with us. Hi. So, wir sehen gerade, leider ist die Leitung noch ein bisschen gestört. Wir versuchen das Ganze noch mal neu aufzubauen, sprechen noch mal unterdessen mit Walter Straten. Walter, also was würdest du denn jetzt eigentlich unseren Reportern, die ja nun alle auch auf dem Weg dann langsam aber sicher zur WM sind, noch mal mitgeben wollen für ihre eigene Sicherheit? Naja, es gibt Regeln, die musst du halt beachten. Das ist schmerzlich für einen Journalisten. Andererseits hoffe ich auch und denke ich auch, dass Journalisten und nicht nur die von Bild, sondern auch alle Journalisten aus freien Ländern, die vor Ort sind, den Mut haben, sich nicht so sehr einschüchtern zu lassen, dass sie darüber ihre Arbeit nicht vernünftig machen. Also das ist ein Seiltanz. Einerseits, klar, es gibt Gesetze, die muss man einhalten. Also ich würde jetzt auch nicht provozieren, aber solche Sachen, die der dänische Kollege gemacht hat, ein völlig normales Interview auf der Straße oder eine Schalte, das muss einfach sein. Müssen wir uns also darauf einstellen, dass freie Berichterstattung, wie wir sie kennen, nicht möglich sein wird? Ich glaube, es wird eine eingeschränkte Berichterstattung sein, so wie wir sie in Russland ja auch hatten. Wir dürfen nicht vergessen, vor 4 Jahren in Russland war es ja auch keine freie Berichterstattung. Alles, was rund um den Sport passieren wird, denke ich, wird normal ablaufen, so wie man es gewohnt ist. Alles, was politisch wird oder selbst so eine harmlose Schalte, könnte schon zu einer Gefahr werden. So, jetzt höre ich gerade, wir wollen es noch mal probieren. Mr. Tantholt ist hoffentlich jetzt zugeschaltet. I hope you can hear me. Hello, Mr. Tantholt. I can hear you. Lovely, thank Hello. You for being with us. So, I will ask you in German and then I'll ask again in English so that everyone can understand. Was haben Sie in diesem Moment gedacht, als Sie in Ihrer Schalte gestört wurden? What was your initial thought in this special moment? Well, of course you get a little bit disturbed. I don't know. Naja, natürlich hat man am Anfang ein bisschen Angst. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Gerade bei der WM mit sowas wirklich gar nicht. Und eigentlich hofft man während einer WM ja auch, dass Journalisten frei Bericht erstatten können. Das wäre normal. Diese Menschen haben uns eingeladen, dahin zu kommen. Und jetzt sowas, uns so zu bedrohen, das geht eigentlich gar nicht. Ich bin schon viele Jahre im Mittleren Osten unterwegs. Ich kenne die Region. Und es war schon oft so, dass man mich davon abhalten wollte, zu filmen. Aber während einer WM, nein. Sie haben ja super reagiert. Inwiefern fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit in Katar eingeschränkt? Do you have the feeling that you can still work freely in Katar?
Ehrlich gesagt, nein, nicht wirklich. Wenn wir die Bedingungen der Menschen wirklich berichten wollen, die dort arbeiten mussten, dann gibt es dafür keine Chance. Wir können nicht in die Camps, wo die leben. Und wenn man das nicht kann, dann hat es auch keinen Sinn. Und dahin zu gehen, wäre wirklich in Katar wie ein Gesetzesbruch. Es wäre ein Gesetzesbruch und das ist ein Skandal. Natürlich wollen die von uns, dass man die schöne Seite an Katar zeigt, dass man die guten Dinge in die Mitte rückt. Aber das ist ja nicht der ganze Teil der Wahrheit. Und da müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Und das ist auch nicht die Arbeit als Journalist. Und deswegen ist es auch manchmal so schwierig, im Katar Journalist zu sein und hier frei zu arbeiten. Ich hoffe aber, dass das für den Rest der WM nicht mehr passiert. Und ich hoffe, dass meine Kollegen es leichter haben werden als ich, denn auf diese Art und Weise angehalten zu werden, ist wirklich nicht schön. Die Sicherheitsmenschen halten einen auf, halten einen fest. 30 Minuten musste ich dann da warten, bevor ich überhaupt da wieder weg durfte. Ich wurde festgehalten, de facto festgehalten. Er hatte mich danach gefragt, ob ich einen Presseausweis habe und ich habe den auch gezeigt. Ich hatte das Recht zu filmen, zu berichten, das alles. Und ich habe dann gesagt, das kann eigentlich nicht mehr vorkommen. Und der Mann hat das dann auch eingesehen, aber ich wurde halt festgehalten für eine ganze Weile und das geht nicht. Sie haben offensichtlich nicht all ihren Sicherheitsleuten klar gesagt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und vor allen Dingen auch, wer das Recht hat, Bericht zu erstatten und wer nicht. Und ich hatte dieses Recht und das wäre in Ordnung gewesen. Normalerweise ist es in Katar wohl nicht legal, auf der Straße zu filmen, aber es ist während der WM legal und das hätten die wissen müssen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob Sie tatsächlich an einen Zufall glauben. That would be my next question as well. Did you actually think this is just a coincidence? Naja, ja und nein. 5 Minuten vor der Live-Schalte gab es ein weißes Auto, das in der Nähe von uns vorgefahren ist, mit einer Frau drin, die Fragen gestellt hat, von wo wir filmen würden, von welcher Perspektive, welcher Winkel, zu welchem Team wir gehören. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Die Leute fragen uns ständig, wo wir filmen wollen, wer wir sind, wo wir herkommen. Das ist normal. Dann ist mir aber aufgefallen, dass sie ihr Handy rausgezogen hat und es aufgeschrieben hat. Und ich dachte mir, das ist ja ein bisschen merkwürdig. Warum macht sie das? Warum ist das jetzt wichtig? Ich dachte, sie fragt einfach nur aus Neugier. Und die Sache war wahrscheinlich, dass sie diejenige war, die dann die Sicherheitsleute gerufen hat und gesagt hat, Achtung, Achtung, hier hält sich jemand nicht ans Gesetz, hier filmt jemand auf der Straße. Ich kann das jetzt alles nicht beweisen, natürlich, aber es hat sich schon komisch angefühlt. Ich hatte ein Störgefühl. Sie sehen, ich kann nicht ganz genau sagen, was da los ist, was genau passiert ist, aber naja, es ist halt so passiert. Lassen Sie mich auch noch erzählen, dass wir auf den Handys eine gewisse App haben müssen. Alle Reporter aus Deutschland, wir alle eigentlich. Und diese App trackt uns. Das heißt, es ist immer klar, wo wir sind. Die Kataris können immer genau sehen, wo wir sind. Wir können uns nicht frei bewegen. Und das spielt dann natürlich auch mit rein. Werden Sie vor allem nach diesem Vorfall weiterhin so berichten wie bisher? Will you personally continue reporting in the same way after what happened to you in this case? Definitiv mache ich das, auf jeden Fall. Und eigentlich habe ich jetzt weniger Angst, als ich in einem Golfstaat normalerweise hätte, denn es ist nun mal die WM hier. Und glauben Sie mir, ich habe viel Erfahrung hier, ich habe das schon oft gemacht, ich kenne die Region, aber dieses Mal weiß ich, dass, wenn sie mich wirklich festnehmen, ein Riesenskandal losbricht, dann muss ich wieder live gehen, dann bin ich wieder bei ihnen im Interview und es würde so ein schlechtes Licht auf das ganze Land Katar werfen. Deswegen habe ich eigentlich weniger Angst, als ich sonst hätte, muss ich sagen, wenn ich in dieser Region reise. Also hoffen wir einfach das Beste, nehmen wir die Entschuldigung an, die sie mir gegeben haben und hoffen wir das Beste. Rasmus Tantold, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Thank you very much for sharing your story here with us. Thank you. Danke sehr, danke sehr. Ja, und danke auch an dich, Walter, für deine Einschätzung hier bei uns bei Bild Live. Bis zum nächsten Mal. Also 4 Tage sind es noch bis zur WM. Wir werden die Lage natürlich im Land weiterhin kritisch im Auge behalten, aber selbstverständlich auch die sportliche. Täglich gibt es dann hier die Morningshow bei Bild mit Marcel Reif und Lothar Matthäus. Der ist live vor Ort. An diesem Sonntag geht es dann los mit der WM-Auftaktshow. Karl-Heinz Rummenigge zu Gast, Lothar Matthäus und Marcel Reif.